Startplatz, alle drin. Preis von wettstar.de und Start erfolgt an der 1300 Meter Marke. Die Spitze sichert sich sofort innen der Schlenderhahner. Attilus übernimmt das Kommando in der Gegenseite bei strammer Fahrt. Dahinter an der Außenseite aber Aribo jetzt im Aufrücken. Und der wird jetzt schnell gemacht von Clément Lecoeuvre nach vorne geschickt. Dahinter Attilus, außen Danilo mit Borjan Musabayev und dann Soldream mit Adi de Vries am Ende des Feldes. Ausgangs der Gegenseite, Aribo innen im Vorteil. Danilo übernimmt jetzt den zweiten Rang. Dann innen Attilus mit Tuchfühlung in dritter Position, dann Soldream. Und so geht es in geschlossener Formation, kann man sagen, durch den Bogen in Richtung der Zielgeraden. Aribo verteidigt das Kommando. Danilo ist Zweiter mit anderthalb Längen Abstand zurück. Attilus an der Innenseite der Dritte und dann Soldream. Und so geht es in den Einlauf hinein. Vorne ist Aribo. Aribo an der Innenkante im Vorteil. In der Mitte Danilo setzt jetzt energisch nach. Dann ist Attilus an der Innenseite zu sehen vor Soldream. Aber Aribo marschiert. Aribo an der Innenseite vorne. Danilo versucht jetzt zu folgen. Aber Aribo hat einen gesunden Vorteil. Dahinter Danilo an der Außenseite rückt nochmal heran und mit dabei innen Attilus. Aber Aribo an der Spitze. Aribo. Aribo mit Clément Lecoeuvre. Aribo in den Farben von Marlene Haller gewinnt. Ganz knapp, Danilo kam daher, aber zu spät, ist Zweiter. Drittes Geld für Attilus und dann Soldream dahinter.